Diese Story aus der Notaufnahme ist mir bis heute unerklärlich. So, der nächste bitte. Was ist genau passiert? Ah, schönen guten Tag. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich hab da was, das ist mir reingerutscht. Entschuldigen Sie die Nachfrage, aber was ist genau wo reingerutscht? Oh, das ist mir so unangenehm. Ich kann's kaum ausdrücken. Hören Sie, ich will gar nicht bewerten, was Sie gemacht haben, aber Sie müssen mir schon sagen, was passiert ist, damit ich Ihnen helfen kann. Okay. Also ich habe mir was eingeführt und das kommt jetzt nicht mehr raus. Okay, ob Sie es glauben oder nicht, aber sowas erleben wir in der Notaufnahme tatsächlich öfter. Darf ich raten? Eine Flasche? Nein! Dann ein Staubsaugerrohr? Verdammt nein, es war ein Ladekabel. Moment, das ist mir auch neu, aber das müsste doch einfach wieder rauskommen beim nächsten Stuhlgang. Ja, eigentlich schon, aber ich habe es mir vorne rum reingeschoben. Was? Was? Moment, wie vorne rein? Naja, ich habe es mir in die Harnröhre eingeführt und dann ist es mir aus der Hand geflutscht und reingerutscht. Entschuldigung, Sie haben sich ein Kabel in den Lötkolben geschoben? Wie geht sowas? Vielleicht.